Hallöchen und willkommen zu Teil 8 vom Raben Junk Journal Labbook Koffer Gedöns aus dem Design Team Funkelkram. Jo, das Labbook Grundgerüst haben wir. Jetzt ist hier ja, wenn man genau nimmt, und das nehme ich im Moment genau, sind 7. Nee, Quatsch. Blödsinn. Sind 9 cm unten. Das ist die eine Breite. Aber hier, das sind nur 8 cm. Das heißt, ich habe dann zwischen noch einen ganzen Zentimeter Platz, ne? Ja. Und da will ich noch was reinmachen. Bevor ich das jetzt von außen verpflaster, ne? Ja. Einen Zentimeter. Und zwar ist das dann in der Höhe. Ach komm, dumme Hemesse, hier doch einfacher. In der Höhe 16. 16 und in der Tiefe haben wir. 16 und in der Tiefe sind es 11,5. 16. Ja, toll. Keine Zettel hier. 30 Millionen Papier, aber keine Zettel. 16 mal 11,5. Jo. Ist sie bonkt. Machen wir das mal. 16 hoch, ne? Ja, dann muss ich ihn ausklappen. Und du gehst weg. So. Da habe ich mir nämlich jetzt so, das ist kein Papier, das ist dann was Dickeres, ne? Jo, ein richtiger Tonkarton ist das auch nicht. Aber wen juckt das schon? Und da war jetzt ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Okay, schon mal neuen. Für das, was ich vorhab, war das ein Fehler. Sind nämlich 20 cm. Ja. Da guckst du, wa? Ja. Das sind 20 cm. So. Zack. Dann stimmt das. So. Und jetzt tun wir einmal bei 1 cm. Ne, 11,5, Moment, das sind 12,5, 13,5, 13,5, da muss ich auch nochmal kappen. Ne, Moment, Zement. Ja, doch, 13,5. Doch, stimmt. Stimmt. 13,5, gut. Jetzt, die Schneideklingen lassen wir unten. Dann wird das bei 1 cm hier faltet. Und bei 2 cm hier faltet. Und hier jetzt bei 1 cm. Und bei 2 cm. Und hier auf der anderen Seite genauso.
Jo. Zack. Das könnte ich eigentlich noch liegen lassen, denn. Hoho. Moment, hier davor ja 16, ne? Ist ja eine Höhe 16. Wenn du richtig ausklappst, da sehe ich da doch. Knalltüte. Ne, das war mehr. Aber ich brauche ja nur 16. Aber hier hatte ich den ja, ne? Da hatte ich ja, da hatte ich 16 gemacht. Hier, ziel, genau. So. Und dann muss ich hier bei 1 cm falten und bei 2 cm falten. Und dann drehen wir das Ding noch rum. Dann machen wir da eine Klappe von 5 cm, ja. So quasi in etwa so ungefähr. Und da hätte ich das nämlich. Ja. So ungefähr will ich das haben. Einmal hier. Einmal hier. So, und jetzt hier das rund. Das stimmt schon mal. Das auch. Denn hier, das wird jetzt rumgeklappt. Das lassen wir so. Aber hier das eine, das schräge mal ein bisschen ab. Und da auch. So. Und wenn ich das nämlich jetzt hier falte und hier falte, dann stimmt das hier schon mal. Und wenn ich das hier falte, dann muss das ja hier rum, muss das ja festgeklebt werden. Das heißt, hier das wird nämlich angeklebt. Das sieht aber so schief aus. Leute, habe ich das schief gefaltet? Ja, klar. Schief? Katastrophe. Das Ding hat schief aufgelegen. Das ist nicht gut. So, jetzt. Ja, das ist die richtige Linie. Das wird da rein. Gott, nach unten? Ach Gott, ist schon da wie ein Loch hauen. Eben wusste ich das doch noch alles. So. Und so. Die kommen jetzt so rum. Und dann tun wir das falten. Und das falten. Und. Ja, ganz genau. Doch, stimmt doch. Ganz genau. Hier, das Ding wird nämlich rausgeschnitten. So, und jetzt mache ich hier ein Stück vom Ärschen weg. Und da ein Stück vom Ärschen weg. Ja. Und dann schräge ich hier ein klein bisschen an. Und da ein klein bisschen an. Und hier was weg. Und da was weg. Und dann müsste ich schon den Quatsch jetzt mal richtig haben. Jawohl. So.
Und das will ich hier als Klappe nehmen. Das heißt, hier ein Eckchen weg und hier ein Eckchen weg, damit ich halt vernünftig alles ankleben kann. Jo. Und hier, das gefällt mir jetzt nicht. Rund dich ab. Das runde ich ab. Genau. So ist das. Oh Mann, was habe ich mir da wieder vorgenommen? Das heißt, ich muss das ja auch nachher dementsprechend dekorieren. Das wäre bei der Klappe vielleicht ja nicht verkehrt, wenn ich das vorher schon mache, oder? Ich weiß noch nicht. Aber hier fehlt noch was. Dö, oder bist du zu groß? Nein, das geht. Oh, bist du ein Monster? Zack, und weg war der Schnibbel. Ja, das ist schön. Genau. Und dann kommt hier die Klappe da drüber. Da klappt die Klappe, ne? Ja, ist doch gut. Prima. Kannst wieder weg. Ich brauche dich nicht mehr. Jetzt ist nur die Frage, warum mache ich das mit der Klappe? So, ja, nee, ich mache es besser nach innen, ne? Ich mache es besser nach innen, so. Ja. Mache ich. Ja. Okidoki. Und dann klebe ich das da drauf. Ja. Und dann kann man da nämlich Sachen reintun, ne? Ist doch was. Wieso ist aber der Karton ein anderes Schwarz als das Papier? Kann mir dann mal einer erklären? Das ist doch bescheuert. Das ist doch ein gleicher Block. Echt. Doof. Ja, nee, muss ich doch so machen. Mit einer Damas. Du jetzt mal darüber, du musst ja nicht voll Klebstoff werden.
zwischen den einzelnen Folgen. Ich drehe ja meistens mehr als eine am Abend. Und selbst wenn nur eine ist, immer wenn ich die Treppe runterkomme, dann sagt mein Mann, na, bist du fertig? Aber hier bei dem Projekt, das kann er ziemlich knicken. Da werde ich so schnell nicht mit fertig. Das dauert noch eine ganze Weile. Ja, ich hatte vergessen, hier vorne noch abzuschreien. Habe ich jetzt aber noch gemacht. War ja noch früh noch, ne? Ja. Jetzt kommt das Schwierigste, das Ding hier drauf positionieren, so, dass das möglichst gerade sitzt und nicht so weit nach innen rutscht. Jetzt nehmen wir uns das Falzbein und drücken das ganze Spielchen mal schön an. Mir fällt gerade wieder ein. Ich habe ja Instagram, ne? Und ich habe da ja von der Zeit gepostet, dass ich geimpft worden bin, weil ich mich so gefreut hatte. Ne? Dachte ich, okay, teilst du der Welt mit. Und das hatte ich mir auch fest vorgenommen. Und jetzt hat jemand, eine Person, ich nenne keinen Namen, darunter kommentiert, ich habe meine Immunisierung schon seit 10 Jahren. Ich habe auf den Kommentar geguckt. Ich dachte, hä? Ja, gut, ne? Und da dachte ich, nee, also das lässt die jetzt nicht so da stehen. Da habe ich dann gemeint, also vor 10 Jahren hatte das Virus in dieser Form noch gar nicht gegeben und somit ja auch kein Impfstoff dagegen. Also, wie kann das bitte möglich sein? Kannst du mir das mal erklären? Da habe ich dann irgendwann, habe ich dann auf einmal gesehen, bei mir die Nachricht, sie hatte drauf geantwortet, die Person. Und ich klicke es an, will gucken, weil es hat mich echt interessiert, na, ob die nur Quatsch gemacht hat, oder vielleicht ernst. Das hat wirklich geglaubt. Aber der Kommentar war gelöscht. Ja. Jo. Ich meine, keine Ahnung, was sich einer dabei denkt, ne? Ich dachte, aber ich könnte mal nachfragen. Doch. Ja. Und da klickst du drauf. Also komm, legst du dich wieder hin. Aber da kann man mal sehen, dass manche Menschen einen Kommentar hinterlassen, ohne vorher nachzudenken. Und ich meine, ich bin ja für offene, normale Unterhaltung bin ich ja da. Ich gehe ja dem nicht aus dem Weg. Allerdings mit manchen unterhalte ich mich darüber gar nicht mehr, weil ich bin auch nicht beschimpft worden. Und das Wörtchen Schlafschaf ist dagegen noch ein Kompliment, wie in die anderen Worte, die ich da zu hören gekriegt habe. Wirklich.
Fand ich ja unter aller Kanone. Ich meine, nur wenn man anderer Meinung ist, einen wüst zu beschimpfen, vor allen Dingen, man bringt ja Argumente, aber dann unsinnige Argumente zu bringen, das ist auch blöd. Na? Das könnte ich ja auch. Ist so. Könnte ich. Wie die Pandemie am Anfang war, da habe ich ein paar Mal zu hören bekommen, jeden Tag sterben Menschen. Wollte ich schon sagen, ja. Stimmt schon. Jeden Tag gibt es Dumme. Aber ich sag, komm, Viren gab es schon immer. Ja, Dumme gab es auch schon immer. Aber ich habe mir dann verkniffen, ne? Weil ich dachte, komm, das ist nicht wert, lass es sein. Mach, was du willst, ich mache es auch. Doch, so ist das. So ist das, jo, so will ich das haben. Ja, und wie machst du das so? Das ist irgendwie was verzogen, ne? So. Ja. Wie mache ich dann zu? Wie mache ich das zu? Weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich hier jetzt schon mal was, wenn man das aufmacht. Oh, guck, klappt das Zeug drin. Supi. Ist ja schon mal nett. Ne? Wie mache ich da bloß zu? Ich weiß es nicht. Ich will mal gucken. Jeder muss ja auch noch irgendwie enthalten gebracht werden. Aber da kann ich so ein Pinopsel, so ein Dingsbums-Pinopsels nehmen. So, jetzt, ja, das ist die hintere Seite, habe ich mir gedacht. Und das hier ist die vordere Seite. Ja, und auf die vordere Seite dachte ich mir. Ach, wo ist es denn jetzt? Ich bin ja alles wieder aufeinander geklatscht. Ich bin ja okay. Bevor ich das nämlich alles in die Färbebrühe schmeiß, dachte ich, Mann, ey, holst du dir besser mal, ne? Dann mache ich mir die nämlich ab, die ich dann auf Cover und dergleichen haben möchte. So, einmal dieses ab. So, und jetzt kommst du da durch. Und einmal jenes ab. Ja, toll, ich wollte es ja noch mal abschneiden. Oh, ey. Oh, und hier ist noch ein Rand dran geblieben. Der ist auch nicht schön. Den mache ich noch weg. Weg, 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 weg. Ein bisschen sauber geschnitten. Ja, das ist besser. So, und das schneide mir jetzt noch durch. So, ja. Und ist es jetzt? Super. So, und die zwei Bilder finde ich nämlich so cool. Das und oh, das ist doch. Das ist doch echt.
Gut. Gut, gut, gut. Flecksuit und da ist er. Nee, da habe ich das Lila dran. Das will ich aber nicht. Das ist ein vernünftiges schwarzes Stempelkissen, habe ich jetzt. Zum Einfärben jetzt. Sonst habe ich immer die Billigen genommen. Aber da bin ich ganz froh mit, dass ich das jetzt habe. Doch, das ist cool. Einmal. Genial aus. So. Heute Nachmittag. Mein Mann, der war ja wieder beim Arzt gewesen. Da ist der hinterher immer ziemlich erschossen. Ne? Und da legt er sich dann hin und macht Heia. Sei sie mir gönnt. Und ich mache halt so mein Ding. Ne? Unter anderem war ich am PC gewesen, um noch Videos zu rendern. Und da fing es an zu rumpeln und an zu regnen. Und ach du liebes bisschen, echt. Hast du gemeint, die Welt geht unter. Das hat die scheppert und die kracht. Die Katzen, die wollten ins Schlafzimmer flüchten und das Bett. Aber blöd, die Tür war zu, ne? Ja klar, mein Mann war ja am Pennen. Hatte ich die Tür zugemacht. Da konnten sie da ja nicht rein. Total verzweifelt sind sie dann ganz hektisch in der Bude umhergerannt, bis sie dann mal ein Plätzchen gefunden hatten, wo sie sicher waren. Das fand ich echt zu jeck, ne? Das ist schön, ne? Das ist doch hübsch. Ja, komm, das machen wir. Und das nehme ich für innen, die zwei auf jeden Fall. Und das hier will ich hier hinten drauf. Weil das ist, boah, ne? Einfach schön. Ja. Jo, das will ich jetzt hier hin Mein Mann, dem habe ich das dann nachher erzählt und er meinte, du irrst dich, das war gestern mit dem Gewitter. Ich sage, nee, Schatzemann, heute hatten wir schon wieder eins. Hast du das nicht gehört? Nee, meinte, ich habe nichts mitgekriegt. Der ist wirklich dann immer so erschossen, der kriegt ja nichts mit. Aber dass der das Krachen nicht mitgekriegt hat, ne, das war schon verwunderlich. Das hat hier gekracht und es scheppert und war nicht im Ort, also das ist vorbei gezogen. Zieht hier ja meistens vorbei, also ganz selten hat mir was abbekommen von mir Witter. Hat aber ganz schön gerumst. Ich dachte noch, ich brauche jetzt nicht hier bis hier hinzukommen, da kann ruhig vorbeiziehen, denn das ist blöd. Video war ja am Rendern. Denn wenn ich das gestoppt hätte, das läuft ja doch so ein langes Video von einer Stunde. Das läuft locker 2 Stunden beim Rendern. Weil mein Läppi, der ist nicht so, ne? Der war ja nicht dafür gekauft. Ich wusste ja damals noch nicht, dass ich mal Videos mache. Also eine ziemlich lahme Krücke. Naja, aber die mir haben alles gut. Von daher. Zack, Klebstoff wieder raus. Oh. Ich kann das. So, und jetzt kommt die Madame hier hinten hin.
Die kleine Katze von mir, die kleine, ja, die ist so erwachsen, Gypsy. Die spielt sogar mit der Angel. Die Angel liebt sie heiß und innig. Also nachts dann holt die die und legt die mitten im Schlafzimmer auf den Boden. Ne? Wenn ich morgens aufstehe, muss ich aufpassen, dass ich nicht da drauf trete, sonst rutscht die weg, weil wir haben einen Fliesenboden. Und dann liege ich auf der Nase. Ne? Oder setze mich halt ziemlich hart auf den Boden. Ja, und ich schleppe die immer mit. Sie spielt doch gerne damit. Und ich soll ja möglichst rund um die Uhr mit ihr damit spielen. Was natürlich nicht geht. Ich meine, man macht ja auch schon mal anderes oder man will auch selber schlafen. Und man hat auch schon mal überhaupt keine Lust. Da spielt sie mit der Angel ganz allein. Da hängt so ein kleines Stoffpferdchen dran. Und dann rast die auf die Angel zu, überfällt das Stoffpferdchen, klemmt sich zwischen die Pfoten, beißt da rein. Mit den Hinterpfoten wird dann das Pferdchen nicht treten. Dann rast sie damit los, klatscht das Pferdchen unter den Schrank. Der Pin von dieser Katzenangel liegt dann davor, wie sonst auch. Und dann hängt sie vor dem Schrank und klotzt da drunter. Ne? Die Katze ist zum Schießen, sage ich euch. Die ist echt zum Schießen. Da denkt sie sich auch, na ja, wenn sonst schon keiner mit mir spielt, ne, da spiele ich halt allein damit. Ja, gut, warum nicht? Mal gucken, ich habe doch noch zwei. Ja, noch zwei. Hier die Lady, die könnte ich nehmen. Und das Tier könnte ich nehmen. Fitter und da. Wäre ja nicht verkehrt, ne? Und sonst habt ihr mir ja keine Kuchen. Höchstens die da. Höchstens die da. Ja, die können das so ein bisschen so auf schäbelig alt machen. Also auch knapp, ne? Ja, doch, wenn ich schon am Rand was reiß, dann wird das gehen. Das wird gehen. Ja. Das würde gehen. Tadam. Schön, ne? Total schön. Okidoki. Jetzt machen wir das nämlich auch ein klein bisschen schmaler. Das haut nämlich dann immer noch hin. Und hier das da reiße ich ein bisschen. Schreiben an die Remisch. Oh Gott, ist da klein. Hier unten auch noch, als wäre es wirklich von Anno Tobak übrig geblieben. Und jetzt brauche ich Espresso. Ja, toll, Deckel auf. Oh. Ja, ich war da vorher im Schwarz mit.
Und jetzt da rein passt aber. Passt schon. Schön, sieht doch an die Kokel da aus, oder? Ich hätte nur vorher gucken können. Doch, passt. Passt. Ja, passt. Geht hin. Dann mache ich hier noch ein bisschen. So, und dann reicht das. Zack, zack. Ja, rutsch nach hinten. Machst du den Trottel dreckig. So. Oh Mann. Echt. Wenn demnächst warm wird, gucke ich mal, dass ich mal in die Nähe von der Eisdiele komme. Ich könnte in der Nähe von der Eisdiele parken. Da kann ich mir ganz schnell ein Eis holen und setze mich schnell ins Auto und ersetze. Obwohl, je nachdem, dann, wir haben ein schwarzes Auto. Ne? Wow. Obwohl, letztes Jahr habe ich das ja gemacht. Da habe ich mal ein Eis gegönnt. Mich ins Auto gesetzt und hab das dann verschnabuliert. Aber nächstes Jahr im Sommer wird wohl alles wieder normal sein. Hoffe ich mal. Will ich, jawohl. So. Ja, da sieht man da aber ja nicht. Oh, toll. Habe ich klasse gemacht, ne? Habe ich echt klasse gemacht. Das siehst du ja nicht. Das sieht doch blöd aus. Ach. Es passiert, basta. So einfach ist das. Na, komm. Oh, ich finde den Schädel ja so hart, ne? Finde ich unglaublich toll. So. Die mache ich schon noch irgendwie rein. Ich weiß aber noch nicht wie. Ich habe noch keine nickes Weiß. Ja, das ärgert mich da jetzt. Das ist dazu blöd. Aber gut, ne? Ist halt so. Das sieht doch schon. Und ich kriege den Kopf überhaupt noch mal zu. Ich bin gut. Ich messe noch nicht immer die Höhe von dem Ding. Ja, doch. Dann. Oh, das geht rein. Super. Und das geht in das andere Fach. Wo tue ich das hier hin? Oh.
Ja, du wirst schon was finden. Es wird sich schon was finden. Irgendwie. Irgendwie. So, jetzt gucke ich mal nach dem. Oh Gott. Moment mal. Wer nicht? Nee, das sind die Tarotkarten. Das sind die Umschläge. Also ja, das sind auch noch Umschläge. Das sind die Sprüche. Und da ist schwarzes Papier. Das ist gut. Das war dabei. Nee, aber ich mein, ja, zum Bleistift. Ja, zum Bleistift. Einmal hätte ich. Das ist mir zu schmal, ey. Das Ding ist mir zu schmal. Guck dir das mal an. Nee, das sieht jetzt aus. Und, aber das könnte hier drauf dann passen. Und das mit den Röschen. Obwohl, das einen mit den Röschen. Ja, doch, das mit den Röschen hier. Und auf der Klappe das. Ne? Ja. Irgendwie so. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist aber auch ein Problem, ne? Ach, da sind wir ein Problem. Jetzt habe ich die Papiere schon gut durcheinander geschmissen, weil ich ewig am Wühlen bin. Also hier, die finde ich toll. Die kommen irgendwie innen rein. Auf die Hefte. Ja. Hier kann man locker eine ganze Signatur reinmachen und hier locker auch eine. Und dann hat man hier und da immer noch genug Platz für euren Vertrag runterzubringen. Und dann mache ich die Signaturen hier. Da gingen noch zwei. Ja, hier auch. Und ja, dann mache ich die da fest. Und dann verließen sie ihn schon wieder. Aber hier, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Also hier, das ist auf jeden Fall ein bisschen tiefer. Also wäre das nicht schlecht, wenn ich da noch was draufklebe. Ja. Das hat jetzt ungefähr gleich. Nee. Woher auch? Aber das kann ich noch da drauf kleben. Das wäre gut. Und dann mache ich mir ein breites Teil für hier drüber, wo ich den Verschluss festmache. Dann klebe ich den nämlich nachher extra auf. Auf der anderen Seite ebenso. Dann ist die Fadenbindung verdeckt. Und ich kann der Streifen, den ich da drauf klebe, noch toll dekorieren. Denke ich mal so. Kommt dann so ein Hakenverschluss hin. Ja, und ich sauen wieder rum, ey.
Ja, und hier weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das zumachen soll. Das ist blöd, ne? Das ist echt blöd. Und wenn ich das ein bisschen kürzen würde, wird ja auch reichen, ne? Ja, dann muss ich ja trotzdem noch zumachen. Ja. Boah, ich trickse mich immer selber so doll aus, ey. Also, die Runde mir bis hier, ne? So, ja. Also bis dahin kann man das ruhig kurz. Auf alle Fälle, sag ich mal so. So. Zack, sieht doch schon besser aus, ne? Schon viel besser. Ja. Der kommt dahin. Und nee, der nicht. Jetzt hole ich mir den hier. Hole ich mir die Seite oder hole ich mir die Seite? Nee, schon mal die Seite. Hat doch was, oder? So, das hätte So, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich zumachen soll. Moment. Ich müsste normalerweise ein Dingens haben. Ne, haben wir aber nicht in der Farbe. Sind doofe Farben. Echt. Das sind total doofe Farben. Ja, komm. So rum, ne? Oder nee, Quatsch. Die Dosen sehen ja schön aus, aber sie lassen sich unheimlich schlecht aufmachen. Jetzt habe ich hier schon wieder ein blaues drin. Da habe ich ein weißes drin. Und da sind zwei Hautfarben da drin. Ich will aber nur eins. Nee, ich nehme hier so einen. Der da. Der sieht so herrlich schrecklich aus. Schweinchenfarben. Aber so eine Hand wäre schon cool. So eine Hand wäre echt cool. Die kann man ja schwarz machen, ne? Kann man. Naja, gut. Jetzt hole ich mir erstmal was Dunkles. Was Dunkles. Den hier.
Tue ich mir erstmal das Köpfchen einstreichen. Ich sehe noch kommen. Ich tue der ganze Krempel so nach und nach verbasteln davon. Und wenn ich dann soweit bin und mache das Babyjournal, habe ich dann nicht mehr in den Farben. Naja, gut. Dann muss ich mir ein neues kaufen, ja. Ich bin ein armer Mensch, ich muss mir dann neue Bastelsachen kaufen. Oh Mann. Ey. Um Ausrede sind wir auch nicht verlegen, ne? Absolut nicht. Blau-grau. Ja, ist auch egal. Eben blau-grau. Ich dachte auch gerade, das sieht so blau aus. Aber ist okay. Ja, mit den Alkoholstiften kann man das Zeug super einfärben. Die trocknet auch sehr, sehr schnell. Ja. Noch ein bisschen am Rand. Und das sieht immer lustig aus, wenn ich dann die Finger gefärbt habe. Da freue ich mich ja so. Besonders toll, wenn ich dann ganz spontan irgendwo unter die Leute gehen muss. Na, das sieht mir so lecker aus. So, wo ist sie? Hier ist sie. Wo bist du denn? Ja, bis dahin kann ich gehen. Ja. Warum habe ich die denn jetzt hier hingelegt? Achso, die hätte ich aus der Schublade rausgeholt, weil die da drauf gelegen haben. Ja, ach gut. Die können aber wieder weggehen, ne? Obwohl, hiervon kann ruhig einer da bleiben. Da fällt mir bestimmt noch was zu ein. Was ich damit mache, den lasse ich mal direkt da liegen. Weil der wird ja, wenn dann noch bestempelt. So, jetzt gehen die schön da rein. So. So, die schmeißen wir jetzt auf Seite. Und dann schieben wir dich zurück. Und da ist es doch schon. Ist doch gut. Ja. Ist doch gut. Jetzt fehlt mir da nur noch was für irgendwie so, ne? Die fällt mir so nett. Weiß es nicht. Wo sind wir denn jetzt? Ah, oh, sind wir schon wieder bei 54 Minuten. Ja, gut, dann lass ich mir was einfallen und. Na. Muss ich mal gucken. Ne? Oh, bleibst du da drauf kleben? Da schauen wir mal. Wir werden schon was finden. Hier, das geht wieder ab. Das ist nicht gut. Das ist ja nicht gut. Und du bleibst bitte da. Das geht wieder ab.
gut. Hat schon dort die Reichweite vorne an der Zutze war. Jo. Dann sage ich für heute nochmal danke für Zugucken und für dabei sein. Ne? Ey, das ist total spannend, das Ding. Hätte ich nie gedacht. Mal gucken, was dabei noch rauskommt. Oh Gott. Und ich muss das alles in den Koffer kriegen. Ja, toll, Koffer hat viel Platz. Hey, hey. Naja, schaffe ich schon. Irgendwie. Und wenn ich meinen Fuß drauf dreht, was ist das? Ja. Jo, in diesem Sinne dann, ne? Bis zum nächsten Mal.